Ach du Scheiße, liebe Leute. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben hier einen Haufen Müll bei uns in der Stadt. Aber wir haben ja schon... Ach du Scheiße, die ist auch voll. Das heißt... Achso, nee. Wir haben ja schon eine neue Mülldeponie gebaut. Wir müssen echt gucken, dass wir bald so ein Verbrennungsteil bekommen. Und das wird wieder richtig in die Miese gehen bei uns, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir machen wieder auf schnellen Vorlauf. Ich muss euch was beichten, und zwar habe ich mir gedacht, alles klar, das mit der Autobahn, mit den Zufahrten, das sieht nicht so geil aus. Deswegen baue ich das einfach nochmal neu, nehme das auf und wollte das dann jetzt quasi hier so ins Video unten rechts reinmachen. Im schnellen Vorlauf, während wir ganz normal zocken, dass ihr seht, was habe ich denn gebaut. Und dieses Video wurde aber gefressen von meinem Computer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier diese tatsächlich viel, viel schöner aussehende Autobahn gebaut. Komplett mit Auffahrt und Ausfahrt. Die Ausfahrten von der Autobahn hier geht quasi an der Autobahn entlang und führt hier dann rein. Ich finde das richtig nice. Und auf der Seite ist der Ausgang. Ne, so hoffe ich einfach, dass sich das hier nicht so staut in der Mitte. Ding, ding, ding. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Und zwar diesen Button hier. Landschaftsbau. Beim letzten Mal haben wir noch drüber geredet, dass es total schade ist, dass man hier quasi das nicht einfach mal ein bisschen bearbeiten kann. Und mittlerweile gibt's ein Update. Jetzt können wir das gebauen. Gebauen? Jetzt können wir das bauen. Man kann Gelände glätten. Man kann hier Wege... Die sind jetzt hier drin halt, Fahrradwege und sowas. Haben sie ein bisschen umgewurschtelt. Steine kann man jetzt auch platzieren, was ich sehr geil finde. Und Wasserstrukturen. Ein Kai. Ey, Kai. Können wir mal ausprobieren. Gespeichert ist ja noch, falls irgendwas schief geht. Ah, schade. Ich dachte, der macht das automatisch. An der Mauer lang. Ja, nicht schön, aber selten, sage ich immer. Huch. Ich überlege jetzt gerade. Kanäle kannst du jetzt auch bauen. Eine Hochwassermauer, das hätten wir gebraucht, als das hier alles überflutet war. Das ist ja geil, Alter. Gelände einebnen. Gelände wechseln. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Erdeverfügbarkeit. Ach, guck mal in der Show, da müssen wir irgendwo... Okay, wie rum geht denn das hoch? So geht's rein. Nee, nicht geil. Ja, müssen wir mal gucken, was wir damit für Unsinn anstellen können. Zumindest können wir durch unsere Stadt ein... Oh Gott! Ein Kanal führen, was ich ziemlich cool finde. Warum kommt denn da keiner? Warte mal, wir haben doch... Ist das so ausgelastet? Alter, wie viel Tote? Was geht denn hier? Müssen wir noch einen Friedhof bauen? Am besten hier so. Death is coming. Und dann wollte ich natürlich auch mal so ein bisschen umschustern. Okay, jetzt müssen wir hier erstmal irgendwie gucken, dass wir da
sporadisch zumindest so eine Stromversorgung setzen. Na, fängt ja wieder super an, unsere Folge hier. Kaufen Sie neues Land, leck mir am Arsch. Nee, auf jeden Fall steht die Stadtautobahn jetzt. Führt hier so lang. Warum an dieser Stelle eine Brücke ist, I don't know. Ich würde sagen, das machen wir mal nochmal anders hier. Ist mir gar nicht vorher aufgefallen, dass da eine Brücke auf einmal ist. Autobahn. Autobahn. Naja, hat es da so eine kleine Wölbung drin. Aber das ist schon okay. Und geht dann bis hier hinten hin. Also wie gesagt, ich habe nur die Autobahn umgebaut. Ansonsten hat sich hier eigentlich nichts geändert. Was ich jetzt aber machen will, auf jeden Fall, ist, dass wir das hier mal ein bisschen realistischer gestalten auch. Denn es ist ja nicht so, dass man hier Wohngebiet hat, dann kommt Gewerbegebiet und dann kommt Industrie. Sondern man hat natürlich auch so ein bisschen Gewerbegebiet im Wohngebiet. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir da mal so ein bisschen was reinkriegen. Ich meine, hier sieht ja schon ganz cool aus. So eine Einkaufsstraße hätte ich ganz gern. So kleine Gebäudeblocks. Vielleicht die beiden hier. Oder hier so. Das Ding. Nee. Wenn wir das so machen. Was bist du eigentlich hier? Ach, das ist die Polizeiwache. Na, die wollen wir nicht abreißen. Oder doch? Ne, dass wir da so ein bisschen was reinkriegen. Ich finde hier vielleicht doch könnte so ein Einkaufszentrum reinkommen. So. Weil, wie gesagt, das ist ja nicht so, dass du in der ganzen Stadt keine Einkaufsmöglichkeiten hast. Natürlich können wir dann so eine Einkaufsstraße machen, innerorts, irgendwie mitten in der City, wo man einkaufen kann und. Aber das macht ja hier wenig Sinn. Und so finde ich es eigentlich ganz cool, wenn du dann mal so ein Einkaufsgeschäft hast. Huch. Das wollte ich nicht. War das zu viel? Entschuldigung. Ja, ist egal. 3-3, so hat jeder Platz. Hier haben wir auch total viel freigelassen, fällt mir so auf. Warum habe ich denn da so viel freigelassen? Und da regnet es auch schon wieder. Ach, Mann. Die Straße auch gleich nass ist, ne? Das sieht schon cool aus. So, ich schwafel aber wieder schon total viel und mache eigentlich total wenig. Wir müssen mal gucken. Hier haben wir überall noch ein paar Stellen, wo tatsächlich noch was gebaut werden kann. Ist halt durch Umwurstelaktionen, die ich vorgenommen habe, wurde das da umgewurstelt. Was bist du? Du bist eine Feuerwache. Ja, wie gesagt, unter der Brücke wächst leider nichts, aber zwischen der Brücke wächst tatsächlich was. Na, die haben ja da... Oh, weia. Das ist aber auch ein Wetterchen jetzt gerade. So, ich muss wieder reinkommen erstmal. Katastrophenviertel. So, das sieht wieder alles okay aus. Wann bekommen wir denn die Müllerfuhr? Die Verbrennung. Da. 5500 Leutchen brauchen wir. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Wohngebiet. Mehr Wohngebiet erreichen wir, indem wir mehr Wohngebiet ausweisen. Wer hätte das gedacht? Was ist denn das? Anhebungsschritt. Mann, alles neu hier. Huch,
Nee, so sollte das aber nicht sein. Schaffen wir da eine Anbindung? Vielleicht, wenn wir das hier erstmal wegnehmen. Das sieht auch sehr seltsam aus, wenn wir das so bauen, ne? Aber was soll's? Vielleicht machen wir hier den Zugang einfach anders. Das sieht ja sonst bescheuert aus, seien wir mal ehrlich. Das sieht auch scheiße aus. Das sieht alles scheiße aus. Du siehst scheiße aus! Ah! Das ist ja auch kacke jetzt. Nee. Wir kriegen das hin, Leute, keine Sorge. Kann der das nicht andersrum biegen? Nee, kann er nicht. Ja, das ist natürlich blöd. Das geht nur so. Bin ja fast gewillt, die Straße da kleiner zu machen wieder. Diese hier. Ich glaube, dann sieht das nach außen hin auch besser aus. Ha! Haben wir das Spiel verarscht? Oh, das ist die falsche Straße. Vierspurige Straße? Wir haben die vierspurige Straße genommen. Alles richtig so. Dann müssen wir natürlich hier wieder das Wohngebiet ausweisen. Mann, das ist schon wieder Chaos hier. Wo ist denn hier der Filler? Da. Much filler, no killer. Ist euch das eigentlich ein Begriff? Kennt ihr den Ausdruck? Much filler, no killer? Kann man auch auf Spiele beziehen. Und zwar, könnt ihr noch was lernen, wenn Spiele viel Füllungen haben, quasi viel Cutscenes, viel sammel den Scheiß, sammel diesen Scheiß, sammel jenen Scheiß, aber wenig Killer. Also wenig, wo man sagt, boah, das war richtig Killer jetzt. Dann sagt man da ganz gerne umgangssprachlich mal Much filler, no killer. Ich überlege, ob wir hier die Straße auch umbauen. Wir machen das mal. Der Ort ist belegt. Weil da irgendein Special-Gebäude ist. Ja, die Feuerwache ist da. Die muss also mal umziehen. Und zwarstens nach da. So, und dann mal gucken, dass wir das umbauen können. Ja, dann kommen die Leute viel schneller hier durch. Das einzige Problem, was wir haben,
ist natürlich dann der Teil hier, weil da die Autobahn im Weg steht. Aber das können wir beheben, indem wir einfach das Teil da rausnehmen. Und dann umbauen. Achso, das muss auch noch. So, wie gesagt, das sind alles nur Arbeiten, damit das hier ein bisschen schneller geht. Damit die Leute hier besser durchfahren können. Und jetzt müssen wir uns wieder um die Autobahn kümmern. Das ist ein Hin und Her hier. Müssen wir bloß gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Erstmal sollten wir sowieso auf Autobahn stellen. Ich glaube, wir müssen einen kleinen Bogen reinmachen. Wir sind immer noch nicht bei der Autobahn gewesen. Jetzt aber. So wird ein Schuh draus. Gucken, kriegen wir die irgendwo wieder hingebastelt. Zack, siehst du, geht. Das geht nicht. Dieser Ort ist bereits belegt. Da hat er direkt ein Problem hier unten. Mach das einmal so. Schwierig, Leute, schwierig. Das ist echt schwierig. Wah. Aber wir kriegen das hin. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue. Guck mal, bis dahin kriegen wir sie. Kauf neues Land, leck mir am Arsch. Naja. Ah, das sieht aus, sag ich dir. Ich mag das nicht, wenn das so eine Ecke hat. Da kriegen wir bestimmt irgendwie ein bisschen stylischer hin. Mit einem langen Bogen. Ach komm. Ja, bis dahin weglöschen. Pass mal auf, so funktioniert das. Sage ich jetzt einfach. Vertrau auf das Herz der Karten, mein Freund. Du musst noch ein Stück. Aber wir kriegen das hin. Ihr seht, wir kommen der Geschichte immer näher.
Naja, komm. Besser geht immer, schlimmer aber auch. Und warum auch immer das da einmal nach unten geht. Die Toten müssten auch mal abgeholt werden. Bringt mir eure Toten! Kennt ihr das überhaupt? Hier fehlen Arbeiter. Unsere Stadt hat also ordentlich Probleme. Wir kriegen das aber hin. In der nächsten Folge von... Ach du Scheiße, wir sind voll über der Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Dingens hier. City Skylines.